Wir haben Oktober, das ist im Monat des schreibenden Teils der Bevölkerung der Preptober. In diesem Video möchte ich auf meinen persönlichen Preptober eingehen und den Preptober preppen. Ich werde erst klären, was ist der Preptober. Dann Fehler aus 2019 identifizieren. Drittens, neue Ziele für 2020 setzen. Wie geht NaNoWriMo dieses Jahr besser als 2019? Viertens, was muss dann, wenn man von diesen NaNoWriMo-Zielen ausgeht, im Preptober passieren? Das Video ist also ein allgemeines Preptober-Video und ein persönliches Preptober-Video. Da kann man sich jeder was rauspicken. Also, ich fange an mit den Basics. Was ist der Preptober? Also, in November findet immer der NaNoWriMo statt. Das ist der National Novel Writing Month. National bezieht sich auf die USA, beziehungsweise bezog sich auf die USA, aber der NaNoWriMo wird mittlerweile auf der ganzen Welt gemacht. Auf der ganzen Welt. Das ist im Endeffekt auch das Schöne daran, dass überall die Leute schreiben. Und das Ausgangsziel, der Default-Status vom NaNoWriMo war, dass jeder versucht, in diesem Monat einen Roman zu schreiben. Und weil das natürlich unmöglich ist und schwer zu quantifizieren, sagt man praktisch, man schreibt 50.000 Wörter. Weil ab 50.000 Wörtern nach der Definition ungefähr ein Roman anfängt. Ab 30.000 hat man eine Novelle, ab 50.000 hat man einen Roman. So ungefähr hat man sich das überlegt. Und deswegen ist das Ziel vom November. Das heißt, man hat 30 Tage, um 50.000 Wörter zu schreiben. Und das ist relativ viel, aber es ist auch relativ machbar, wenn man plant. Und da kommt der Preptober ins Spiel. Der Preptober ist immer der Oktober vor dem November, also vor dem NaNoWriMo, in dem man sich vorbereitet auf den NaNoWriMo. Im Preptober wird noch nichts geschrieben. Niemand schreibt den Preptober an dem NaNoWriMo-Projekt. Also man muss sich natürlich an keine Regeln halten. Ist klar. So, das ist der Preptober. Wir sind alle auf demselben Stand jetzt. Zweitens, Fehler aus 2019 identifizieren. Ich habe letztes Jahr auch schon NaNoWriMo gemacht. Das war meine zweite NaNoWriMo, glaube ich. Und mein erster dokumentierter. Also da hatte ich auch schon Instagram. Da kann man auch die alten Posts anschauen. Sollte man sich langweilen. Das war ein relativ stressiger Monat. Ich würde nicht sagen, dass NaNoWriMo 2019 ein Fail war. Auf keinen Fall. Es war aber auf jeden Fall verbesserungswürdig. Warum war es verbesserungswürdig? Weil einige Punkte sich kumuliert haben. Eine Kumulation von Punkten hat stattgefunden und in sehr viel Stress resultiert. Was waren diese Punkte? Das bin nicht ich, wie ich jammere, das bin ich, wie ich rational meinen letzten NaNoWriMo überdenke. Ich hatte weit mehr Uni, als ich erwartet hatte. Ich habe mir 70.000 Wörter vorgenommen anstatt 50.000 Wörtern, weil ich dachte, 50.000 Wörter sind ja nicht wirklich ein Roman. Nein, no sir, I won't do that. Und dann habe ich 70.000 Wörter stattdessen mir vorgenommen, was wesentlich mehr ist. Ja, dann bin ich ein Mensch, der auf jeden Fall nicht sein Privatleben aussetzt, nur weil er irgendwie viel zu tun hat. Und dann ist natürlich während des Ganzen auch noch mein Job weitergegangen. Und mein Job ist ja auch Schreiben, deswegen musste ich im Endeffekt noch mehr schreiben. Und das Ganze hat in sich gut funktioniert. Also ich habe alles geschafft. Mein Job lief weiter. Ich habe ein Referat gehalten in der Uni und ich habe 70.000 Wörter tatsächlich auch geschrieben für mein Manuskript. Aber ich war am Ende vom Monat wirklich gestresst. Und im Dezember die erste Woche auch krank. Das hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber weiß ich nicht. Manchmal zeigt einem der Körper ja nicht sofort, wenn man super gestresst ist. Man merkt, dass man nur den ganzen Druck, den man hat. Und dann im Rückblick merkt man, ah ja, okay, da war ich dann krank. Das bedeutet bestimmt, dass es nicht so gut war. Und deswegen wäre es cool, wenn ich dieses Jahr nicht so gestresst wäre. Im November. Keiner dieser Einzelpunkte ist per se ein Fehler gewesen, aber im Gesamten haben sie sich zu einem Fehler zusammengeschmolzen. So kann man sagen. So, was ist also dann dieses Jahr besser zu machen? Drittens, sowas ist auf mein Wort immer kein Verlass, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, im November keine Blogseminare zu belegen.
Dann werde ich im Laufe des Preptobers für meinen Job vorarbeiten, dass ich im November selber nicht mehr so viel machen muss, damit ich das vielleicht sogar komplett aussetzen kann, je nachdem. Oder wenigstens nur halb so viel machen oder so. Aber ich peile mal an, dass ich tatsächlich gar nichts machen muss im November selber für meinen Job, sodass ich nur mein Manuskript schreiben kann. Drittens werde ich mir, denke ich, dieses Jahr nicht mehr als 50.000 Wörter vornehmen. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist dieser NaNoWriMo ein ziemlicher Trend, dass Leute sich niedrigere Ziele suchen oder mit Abriss sich von vornherein praktisch als Ziel nehmen, es nicht zu schaffen und es zu verlieren sozusagen. Wobei man natürlich nicht wirklich verloren hat, weil man hat ja so oder so einfach weiter geschrieben und darum geht es ja, dass man weiterkommt und im November einen großen Chunk seines Projekts schafft. Und das werde ich dieses Jahr dann vielleicht auch machen. Also ich glaube, ich werde mir schon die 50.000 vornehmen, aber nicht mehr. Viertens, was muss jetzt also im Preptober passieren? Das Projekt, das ich mir vorgenommen habe, habe ich schon mal 2017 geschrieben. Da habe ich das Draft 1 geschrieben. Und das habe ich seitdem nicht mehr gelesen. Und deswegen ist der erste Schritt im Preptober auf jeden Fall, dass ich dieses Draft rauskrame und lese. Und ich werde es auf jeden Fall nicht so behalten. Also NaNoWriMo ist ja auch ein Monat für erste Drafts eigentlich, weil man das einfach leichter messen kann, wie viele Wörter man geschrieben hat. Dieses zweite Draft wird auf jeden Fall komplett anders als das erste. Das weiß ich schon auf jeden Fall. Aber ich will trotzdem dieses erste Draft gelesen haben, um zu gucken, ob da vielleicht gute Elemente drin sind, die ich beibehalte oder irgendwelche Figuren, die ich drin lasse oder so. Aber ansonsten wird alles rausgekantet. Ich habe ein bisschen Angst, es zu lesen wegen Cringe-Faktor. Ja, aber das wird auf jeden Fall im Preptober geschehen. Und dann werde ich dieses Draft 2 werde ich dann plotten. Damit ich ein grobes Plotgerüst habe. Ich will es nicht so genau plotten dieses Mal. Ich möchte ein bisschen mir mehr Freiraum lassen und viel pensen, aber grob mir überlegen, ja. Also ich werde dann ja merken, wie viel ich genau wissen will im Vorfeld. Und dann werde ich mir ein Wortziel überlegen. Wie schon gesagt, es werden nicht mehr 50.000 Wörter, hold me accountable. Aber vielleicht werden es weniger, ich schätze, es werden 50.000 werden, aber das muss ich mir also im Oktober im Zuge des Plotting vielleicht auch genau überlegen. Und dann letztens die Dokumentation des ganzen Planen. Ich habe überlegt, ob ich Daily Vlogs mache. Und dann ist mir eingefallen, dass meine Lessons Learned aus 2019 ja waren, dass ich zu gestresst war und dass es mir zu viel wurde, weil ich zu viel anderes zu tun habe. Und wenn ich jetzt Daily Vlogs mache, dann ist das ja noch viel mehr Arbeit. Also wesentlich mehr. Deswegen ist das eine dumme Idee. Ja, also wie genau ich das mache, werde ich mir auch überlegen. Also vielleicht mache ich irgendwie wöchentlich Updates in Videoform, wie jetzt das hier. Oder ich poste einfach nur auf Instagram darüber. Das überlege ich mir alles im Laufe des Preptobers. Das ist mein Preptober. Macht ihr Preptober? Ich glaube, viele Leute machen überhaupt kein Preptober. Viele Leute machen einfach nur NaNoWriMo. Und platten halt die Woche davor ein bisschen drauf los. Also im Endeffekt ist es bei mir wahrscheinlich ähnlich, aber ja. Ich mache jetzt mal zumindest mündlich ein größeres Ding draus, als es ist. Ja, wie ist bei euch der Preptober so? Was sind eure Pläne? Peace, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt.